So, da bin ich wieder. Grund für die Unterbrechung war, meine Mutter hat im Hintergrund angefangen zu staubsaugen, weil man kann sich das vorstellen in der Weihnachtszeit, wenn man einen Weihnachtsbaum aufstellt, dass der auch ein paar Nadeln fallen lässt und naja, natürlich muss es dann weggemacht werden. Und das würde man sonst hören, weil ich glaube, das wäre sogar ungefähr die Lautstärke von meinem Hund, also kann ich mir ungefähr denken, das wäre so ins Mikro mit reingekommen. Aus dem Grund habe ich mal eine kurze Pause gemacht. Aber gut, jetzt können wir weitermachen. Okay, wir sollen zum Eisenbahnladen fahren mit Nikos Auto, mit Romans Auto, was echt eine richtige Luxuskutsche ist, Sportwagen wie sonst was. Aber naja, was soll man machen? Wir müssen ja halt den Scheiß hier fahren. Doing some home improvements, Roman. You're going to build this mansion you tell me about? Oh, funny guy. We're going to get money. In America, you need money to do anything. You're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Nightclubs, women, titties! You can play, right? DC Dober, who are I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Never, or what, no. Funny. Oh, falsch no, gefahren. Naja, fahr mal kurz einmal rum, ist ja wurscht. I always clean up. I always win. Get it? Die quatschen so viel Hals Maul. Das ist ein Let's Play und ich darf nicht reden, das ist das Tolle. Only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Call me if some Albanians show up in some shitty beige Willard. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Niko Pelik. You and your debts, Roman. Uvek isto, nika drugačije. Ah gut, jetzt habe ich einen neuen Kontakt zu Roman in meinem Handy. Und wir müssen jetzt warten, dass er die Kohle reinbringt und wir uns unseren amerikanischen Traum erfüllen können. Have a puff in a pint. Ja, wer möchte keinen Puff in einem... Oder Puff heißt es auch. Puff auch so, genauso. Das ist in der amerikanischen halt dieselbe Bedeutung wie im deutschen. Ich meine ja nur. Oh, Puff Daddy. Ja gut, doch, müsste es eigentlich haben. Oh, da ist ein... Das sind Gravidis, Graffitis, meine Fresse. Oh, alles ruhig. Außer Kopf. Und ein Rennertyp. Und Roman. It's so quiet out here, Roman. You winning? Molinte, retzi da. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Miss McCool. Ja, so gut. Hey, warum sollen wir die überspringen? Wir spielen ja hier auf Story, aber gut, ja. Das läuft alles in Ordnung. Dann werden wir echt reich und diesen Wagen können wir bald abgeben. Das ist ja schon mal sehr schön. Ich find's auch super, dass ich nicht mitspielen darf, sondern hier im Auto vergammeln muss, aber wenn ich hätte viel mehr Skills, Roman, wir würden viel mehr Geld machen. Roman, it looks like your money lending friends are here. Oh oh. That's his cap. The fat Roman must be in here. Telefonbuch, komm mal bitte raus, Roman, wir haben gerade Probleme. Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. All right, I'm coming. Das war ja nochmal rechtzeitig. Shit, Nico, it's them. They must have been told I was here. You cannot run from us forever, Mr. Roman. Tschüss, Jungs. Arschlecken. Ich spiele hier mal meine Need for Speed Skills raus. Oder auch nicht! Oh, Entschuldigung! Ja, da kann ich Need for Speed keinen mehr annehmen. Of course they saw you. I mean, you're a distinctive man, Roman. That is why the ladies love me. Fuck those Shylocks, they'll get their money. They just have to wait. We should stand up to them. You did the bonus. Nico, you're new. You don't understand the way things work. Oh yeah? We are at the bottom of the ladder, man. These thugs push us around, but they are not to be feared. It is the Russian mobsters, Vlad's bosses that run everything. Be careful of them. You tell me. Oh, davon. Entschuldigung. If you understand, dog, where is the money? I lost it this time, but when I go back, the last thing they will expect is for me to take everything. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. Ich
Gut, damit hätten wir diese Mission schon erledigt. Und $30 haben wir dafür bekommen. Ja, Roman schwimmt im Geld. Wir wären echt reich durch ihn. Wow. Ich habe auch gerade überhaupt nicht viele Leute überfahren. Du kannst dein Telefonprofil ändern. Okay, dann machen wir das doch mal. Optionen sicher, ne? Klingelton. Ja, du machst mich auch hungry. Nee. Also richtig hochwertige 16-Bit-Töne hier. Ich mach lieber den Pager, das gefällt mir, ist am realistischen, wenn man eine SMS bekommt. Textgröße groß. Ja. Nee. Gut, passt. So, haben wir das auch mit dem Handy. Was jetzt? Ach so, die duplizieren sein Auto einfach. Guck mal, jetzt steht plötzlich das zweite da drin. Ja, ja, wir duplizieren Autos. Weiß ich auch, wo er sein Geld her hat. Muss ich jetzt irgendwas machen? Hallo? Rams! Nicht schlimm, oder? Ihr kriegt die ja eh dauernd hinterher geworfen, also. Scheiß Auto. Wie ein Kameramodi, was haben wir denn alles? B. So verfolgungsmäßiger Style. So Polizeiverfolgung. Das sieht sicher aus der Kameraperspektive richtig. What the fuck ist mit dem Motor? Ich bin gerade einfach weggeflogen. Was soll der Müll? Du hast gerade eine Textmessage erhalten, okay. Lesen. Scheiße, ich brauche Hilfe. Komm zu mir ins Depot, Mann. Schnell. Rom, okay. Was haben wir denn hier? Hä? Warum ist der blau markiert? Warum ist der blau markiert? Hallo. How you doing? Good. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious system, comrade. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go and mind self for 50 years. You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. Tell you what, have $100 on Uncle Sam, Benjamin motherfucking Franklin. Freedom! This Coke is okay. What the fuck? Ich habe jetzt einfach $100 bekommen? Fürs nichts tun? Gibt's solche Menschen öfters in der Stadt? Die so besuche ich alle. Wenn ich einfach von Typen, die reich sind und Koks genommen haben, einfach mal Geld in die Hand gestückt bekomme. Ja, gefällt mir. Das amerikanische System gefällt mir. Sehr gut. Gut, dann gehen wir mal zu Roman und erzählen ihm, wie wir unser Geld verdienen. Nämlich durch Leute, denen wir die Koks ziehen und deren Geld wir nehmen. Ja. Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend, he's my loan shark! Stop this! What of that? Who are you? Get out of here. What? Yes. My arm! What about you? Help me! Come on, Supak! Lendor! Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You have been in pricks? Stranya. Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me. Now he's going to kill you. Fuck him. Look at this mess. Screwed. Again. You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this. Assholes threatening me. Shut up. Oh, great. Mallory. Hey, beautiful. Yeah, great. Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? What? Well, why would you want me then? But, well, screw you then. Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap. My computer and everything. Ja, mein Gott, wir haben ja einen Cousin, der sich richtig gut durchsetzen kann. Das ist ein Vorbild. Also, wegen dem bin ich hier nach Amerika gekommen. Wenn das mit uns so auch so endet, dann gut Nacht. Gut, dann sind wir doch mal so nett und holen seine, in Anführungsstrichen, Freundin vom Bahnhof ab. Beziehungsweise bezeichnet er sie so. Ich glaube, sie will überhaupt nichts von ihm. Zumindest sehe ich das jetzt so. Weg da.
Aber naja, wir wollen jetzt mal nicht der böse Cousin sein, sagen, die will nichts von... Also die Krankenwagen hier in Amerika, die sind schnell, muss ich mal sagen. Du kannst vor 2 Sekunden einen überfahren haben, der Krankenwagen ist direkt da. Ich bin falsch gefahren. Es geht auch von hier, naja. Und Handbremse, mal gucken, ob das jetzt geht bei Fullspeed. Oh, fuck. Nein, geht's nicht. Autsch. Ist egal. Der Wagen macht so oder so einen schlechten Eindruck, wenn man damit vor Frauen vorfährt, aber das ist ja auch egal. Gut, da sind die beiden doch schon. Get in, ladies. Hey, Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, how are you? I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? Michelle, hallöchen. Ich meine, ja, ich bin Nico, bin neu hier. How are you finding America, Nico? Not exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it! Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threads. I think he looks fine the way he is. I don't think he even chains out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. Thanks for the lift, Nico. Yeah, thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Schon so eine Schlampe, ne? Also, ich meine ja nur, die kennt ihn 2 Minuten. Ja, ruf mich an, ich finde dich voll süß. Lass daten und dann Kaffee trinken gehen. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hall. Go and get something a bit more 21st century. Sagt gerade er. Da er die absoluten Top-Klamotten aktuell anhat. Er weiß doch, warum er sie nicht bekommt. Mit dem Stil, den er trägt. Er hatte selbst Charlie Harper-Style. Wo ist denn der Laden hier? Ah, hier, oder? Ja, da. Natürlich parken wir richtig. Kann ich überhaupt Licht anmachen? Ah. Okay, Heckbeleuchtung haben wir schon nicht mehr. Frontleuchter auch nur noch eine. Ja, so läuft das doch. Ich gehe gut mit Autos um in dem Spiel. Gut, dann gehen wir doch mal hier in diesen Laden rein. Den sehr russisch angehauchten Laden. Und sehen, dass wir echt total geile Kleidung hier haben. Oh Mann. Ja. Kleidung kannst du, bla, ja, okay. Kauf dir ein paar neue Kleidungsstücke. Die Jacke da oben hat das Style. Kann ich die kaufen? Nee, ich will die Jacke. Ich will nicht die Turnschuhe. Fick dich doch. Ich will die Jacke haben, die sah gut aus. Kann ich die da oben kaufen? Oh, wo hängt die? Ach, hier hängt die, ne? Nee. Ich will die da oben. Fliegerjacke? Ist das die? Nee, das ist sie nicht. Und die sieht auch ziemlich bescheuert aus. Ich will... Guck mal die. Hallo, wir müssen ja irgendwas, was eine Lady anzieht. Das kannst du ja wohl hier... Obwohl, diese Jacke sieht ja schon nicht allzu schlecht aus. Ist ja schon Leder, ne? Es ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Trainingshose, was haben wir denn hier Feines? Außer wir brauchen... Nehmen wir die doch mal. Das dürfte reichen, um Michelle zu beeindrucken. Michelle lässt sich leicht beeindrucken, habe ich das Gefühl. Da wir aber gerade eh noch ein bisschen Cash auf Tasche haben, können wir uns ja mal ein bisschen mehr einkleiden. Weil wir ja eben von dem drogenabhängigen Geld bekommen haben. Nee, das sieht ein bisschen zu sehr nach Bauer aus. Was Nico auch, glaube ich, ist. Aber, naja. Was haben wir hier? Graue Fliegerjacke. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei der Jacke. Die Jacke gefällt mir bisher ganz gut. Schuhe. Schuhe brauchen wir noch andere, ja. Nein. Ach, ich bin ab und zu RB gedrückt statt A zum Rennen. Ja, Schuhe brauchen wir noch welche. Gucken wir doch mal die Turnschuhe hier an. Ja, die tun's doch. Wie viel kosten die uns? $12. Genau, sehe ich auch so. Wodka, Wodka, Gorbatschow, ja. Please ask for help. Und wenn ich keine Hilfe brauche, keine Sonnenbrücke. Ja, was hast du noch für Brillen? Dauert aber auch lange, ey. Nee, also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die Frauenabschlepperbrille, aber... Ist aber noch so Feines? Nur die beiden.
Nehmen wir doch wieder die. Ach nee, komm, nehmen wir die Golden mal. Komm, wir sind Nico. Wir drücken Sexappeal aus und aus dem Grund haben wir so eine Jacke. So. Ja, ja, I know. So, das ist unser runter Auto. Hey Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, a classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. Hallo. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob es geht, aber hey, wir können in den Laden reinfahren mit dem Auto. Hat doch viel mehr Style. Wir rufen mal Michelle also an, heißt das. Hey, Michelle, it's Nico, Roman's cousin. Oh, hi. How's it going? Good. Now, I was wondering if you wanted to go out with me sometime. You know, on a date. Yeah, sure. That should be fun. Yeah, I'd like to get to know you, Nico. Why don't you come over to my place, whenever? See you soon. Gut, dann werden wir doch mal zu Michelle rüberjuckeln. Und werden mal einen Punkt bei ihr auf die Map setzen. Wo ist sie denn? Hallo? Nö, sie wird nicht gesetzt, ist ja auch okay. So. Ich weiß ja, wo sie wohnt, also brauchen wir da ja auch kein GPS, das werden wir schon mal so finden. Oh Mann, die Karre ist so im Arsch, das ist ja. Ah, jetzt blinkt sie auf. Oh, Michelle mit einem rosa Herz. Nico ist verliebt. Ja, pure Männlichkeit hier. Was ist? What does he want? Oh, I can't think what he could possibly want, or why he'd be pissed off, can you? Come on, guys, let's be reasonable. Sorry, Roman, die Frau geht vor. Ist leider so. So, wieder vernünftig geparkt. Ja, ja, man muss Prioritäten im Leben setzen. Cousin hat uns eh schon verarscht, also, pff, shit happens. So, hallo, first date. Du bist in Liberty City mit der Zeit Freunde finden und Freundinnen kennenlernen. Du wirst verschiedene Sachen mit ihnen unternehmen können, zum Beispiel essen gehen. Und etwas spielen oder ein Kabarett oder einen Komiker ansehen. Zwischen diesen ganzen Sachen machen wir extrem lange Pausen, weil wir anscheinend so viele Leute haben, die überhaupt nicht lesen können und deswegen Ewigkeiten dafür brauchen, das zu entziffern. Jeder Freund hat seine Lieblingsaktivitäten, aber auch Sachen, die er nicht so gerne macht. Das gleiche gilt für jede Freundin. Also gehen wir mit ihr gleich in den Stripclub. Genau, machen wir. Ich glaube, sie hat da richtig, wird sich richtig höher freuen. Wenn Nico da gaffend an der Stange steht. Naja. Viele deiner Freunde werden dir bestimmte Gefallen tun, sofern sie dich gern mögen. Ui, das gefällt mir gut, der Kofferraum. Eine Waffenlieferung zum Beispiel aus Beschaffen von Bomben, die dir helfen, schwer erreichbare Ziele zu erledigen. It's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Oh, well, I like things clean. I can see that. But everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? You look good. Aw, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the fun fair.
Yeah, great. Let's go. Love the fun fair. Actually, we call it Carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo. Ja, sie hat richtig Bock drauf. Das ist ja die richtige Freude, die aus dem Gesicht springt. Überhaupt so, yeah, da habe ich ja richtig Bock drauf. Oh, geiles Auto, Frau. Ja, warum hat sie so einen und Woman nicht, hä? Und immer Woman zur Rede stellen. What do you like to do? Come on, I asked you first. I like to keep active, I guess. Sports, working out, things like that. I'd like to know about you, though. See the places you hang out. Yeah, maybe another time. Oh, ich glaube, ich werde gerade ein bisschen schnell, oder? Nee, geht noch. Oh, shit. Oh, oh fuck. Oh, shit. Ui, yeah. Jeez Louise. This isn't fun. Doch, das ist Spaß. Das ist eine andere Art von Spaß. Find dich damit ab. Wenn du mit Nico unterwegs bist, ist das für dich Spaß. Und nichts anderes. Ruhe. Oh. Carnival's closed. Oh, fuck. I think some developers have bought it or something. Das wäre so stylisch gewesen, aber nee. Ja, warum nicht? Das Spiel. Nein, komm, Michel. Wir rennen zum Bowling, statt fröhlich Händchen zu halten. Hallo, Officer. Halt's Maul jetzt! Statt fröhlich irgendwie mit Händchen halt hinzugehen. Nein, wir rennen natürlich da. Entschuldigung. Ich bin fett, ich kann nicht ausweichen. Probably know more people here than me. More assholes, maybe. So, ein hier. Ja, ich will den Diddy White. Was auch immer der Diddy White ist, ich will den Diddy White. White. Hallo? Und die Tür hört sich auf. Ey! Ah. So, geh zum Tresen. Einmal wieder Bowling spielen. Warum hast du so komisch Akzent, obwohl du schwarz bist? Du bist sicher kein Russe. So, wir gehen ja links hin. Meine Mutter macht im Hintergrund gerade Kekse. Ich hoffe, man hört es nicht. So. Ich habe eine wundervolle Bahn, um dich zu positionieren. Geh mal ein bisschen weiter nach rechts. So. Nein. Alter, wie zieht die denn rüber, wenn man einmal gelenkt hat? Okay, noch einmal. Bisschen weiter nach rechts. Nach rechts, habe ich gesagt, Nico. Das nehmen wir. So, und... Ach, scheiße. Er hat nicht rübergezogen. Gut, 7 Punkte. Ist doch schon mal gut. Iran überspringen wir mal, sie war nämlich besser und hat einen Spare geworfen. Das wollen wir alles nicht sehen, wir wollen nicht, wie die Frau einen Spare wirft. Die Frau darf nicht besser sein in Männerspielen. Na, so. Machen wir jetzt auch einen Spare, ne? Wie sich die ganze Zeit beschwert, von irgendwas die Geschiss kriegt. Was bist du denn für ein Weichei, Nico? Nimm's wie ein Mann. Willst du mich jetzt verarschen, was ist das für eine blöde Physik hier? Ruhe. Sie führt überhaupt nicht. Das ist ein Bug im Spiel. Normal führt man selber immer. Ich mach doch nach links, du blödes Ding, du. Vielleicht bin ich einfach zu blöd. Ich denke, es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man das hier vernünftig hinkriegt, nur Strikes wirft, aber ehrlich gesagt will ich mich damit ja gar nicht beschäftigen. Das juckt mich auch ehrlich gesagt nicht. Genau. So, ihr wieder überspringen. Sie führt immer noch. Aber ich hole auf, ich hole auf. Ich hole verdammt schnell auf. Schließlich nennt man mich nicht umsonst Nico Bellic. Ich habe keine Ahnung, was das mit Bowling zusammen zu tun hat, aber ich nenne es einfach mal so. Weil ich muss mich ja irgendwie rechtfertigen, dass ich so toll spiele. Yes! Like a boss! So, ich kriege jetzt erstmal beim nächsten Mal wieder Punkte. Dass er dann erst multipliziert. So, Nico, jetzt wirfst du einen Spare. Oha, ich zieh sie ab, ich mach sie kalt. Und am Ende ärgere ich sie. Danach schubst sie von der Brücke und sag, haha, ich hab gewonnen, du nicht. Bitch. Oh, Hund. Ja, das Beste ist jetzt gerade, der Hund ist gerade ein Zimmer weiter. Also, das ist das ganz Tolle. Aber wir hoffen jetzt... Ich hab das Spiel gewonnen, tja. Dumme Kuh, bin besser. Was jetzt, hä?
So. Ich werde noch eine kurze Unterbrechung machen. Bis gleich.